Herzlich willkommen zu den nationalen Wahlen 2015 hier aus der Reithalle in Solothurn. Wie vor zwei Jahren bei den Regierungsratswahlen versuchen wir auch heute, die verschiedenen Stimmen aus den Parteien einzufangen und Ihnen einen kleinen Rundgang hier durch das Medienzentrum in der Reithalle zu geben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Bei mir ist jetzt Dagobert Kahannes zu Gast. Er ist der Medienbeauftragte der Kantonsregierung. Guten Tag, Dagobert. Hallo, guten Morgen. Die Hälfte der Gemeinden sind jetzt ausgezählt. Lässt sich schon ein kleines Zwischenfazit ziehen? Es sind schon mehr. Ich habe jetzt gesehen, beim Ständerat sind es 86 und bei den Nationalrat auch. Also wir sind auf gutem Lauf. Aber eben, es braucht eine kleine Gemeinde, wo irgendein Knopf passiert. Und da ist der ganze wunderbare Lauf wieder gebremst. Es gibt gewisse Tendenzen, ja, wenn man es jetzt mal so anschaut. Es gibt höchstwahrscheinlich einen zweiten Wahlgang am Ständerat. Der Pirmin-Bischof wird es schaffen, so wie es jetzt aussieht, während der Roberto Zanetti eventuell in den zweiten Wahlgang muss. Bei der Parteienzuteilung sieht es so aus, jetzt unter allem Vorbehalt, dass die SP den Sitz wird verlieren. Die CVP über die Listenverbindungen natürlich halt auch eine gute Position hat. Bei der SVP könnte sich personell eine Überraschung abzeichnen. Der Roland Boro ist im Moment eben auf Platz 4 oder 5, als ich letztens reingeschaut habe. Der Christian Imach auf Platz 2. Die beiden Mandate wären gesichert im Moment. Aber dort gäbe es jetzt also wirklich den klassischen Generationenwechsel. Wenn man sich bei der SP momentan umhört, ist natürlich ein wenig Missmut zu hören. Woran denkst du, kann das liegen, dass die SP wahrscheinlich einen Nationalratssitz abgeben muss? Ja, wir haben natürlich schlicht und einfach mal einen weniger, oder? Damit gibt es ein Opfer. Und wenn man halt natürlich sieht, die Listenverbindungen der CVP, die holen natürlich sehr viele Sachen zusammen. Und sie haben natürlich... Die CVP hat noch einen Bauer, sogar zwei Bauern drin, und die holen natürlich immer Stimmen, das weiß man. Und sie haben mit ihrem Nationalalter auch ein gutes Zugspferd dabei. Und darum ist es so, dass wahrscheinlich eben die SP da das ganze Potenzial nicht kann zusammenbringen kann, weil eben keine Listenverbindung dort besteht, dass sie das Opfer übernehmen müssen. Ja. Jetzt noch wenig was Persönliches. Das ist deine letzte nationale Wahl in deiner jetzigen Position. Ist da auch ein bisschen, schwingt da ein wenig Wehmut mit? Ja, eigentlich nicht. Ich bin relativ rational. Ich muss funktionieren. Ich wollte das machen, ob ich dann zu oben vielleicht oder wenn es einen zweiten Wahlgang gibt, Mitte November, dann irgendwo sagen, so, das war's. Ich freue mich auf meine Pension. Ich habe viele andere Sachen, die ich auch noch machen kann. Und es ist jetzt noch knapp 19 Jahre gut, dass eine andere Person mal kommt, auch wieder andere Ideen reinbringt. Und ich bin rundum zufrieden mit dem. Und eigentlich das Schönste, was mir überlegt, jetzt in den letzten Wochen und Monaten aufgekommen ist, sag mir, ja, was hast du alles gemacht im Leben und so weiter. Aber ich glaube, das Dankbarste ist für mich eigentlich, immer mehr aufkommt, dass ich eigentlich das Leben lang immer einen Job kann und arbeiten durfte. Und das ist leider nicht für alle Leute selbstverständlich. Dann hoffe ich, dass du deinen Elan auch in der Pension behältst und wünsche dir noch einen schönen und vor allem stressfreien Tag. Danke, merci vielmals. Bei mir ist jetzt ein sichtlich gut gelaunter Pirmin-Bischof zu Gast. Herr Bischof, darf man schon gratulieren? Nein, wir haben erst die Hälfte der Stimmen, die ausgezählt sind. Und wenn man sich vor vier Jahren erinnert, ist es etwa ähnlich gewesen. Immer dann, wenn die Landgemeinden ausgezählt sind, dann liegen in der Regel CVP-Kandidaten vorne. Das ist auch jetzt so, aber ja, im Vergleich mit vor vier Jahren tatsächlich festgestellt, dass ich fast überall mehr Stimmen gemacht habe, im ganzen Kanton. Das freut mich natürlich. Ich bin gespannt, wie es jetzt rauskommt, wenn die Städte noch kommen. Von mir aus könnte man jetzt aufhören zu zählen, also jetzt ist das Resultat so in der Ordnung. Also würden Sie sich wünschen, dass Roberto Zanetti wieder mit Ihnen nach Bern ins Parlament einzieht? Also ich bin, wenn man die Zahlen anschaut, zuversichtlich, dass er auch gewählt wird. Ja. Und die Stadtgemeinden, vor allem die drei grossen Städte, sind natürlich eher Stimmenpotenzial von Roberto. Und von dem her wird sich das dann nachher noch ein bisschen angleichen. Bei den Nationalratswahlen sieht es momentan so aus, dass die SP einen Sitz verlieren wird und die SVP diesen Sitz gewinnen wird. Woran denken Sie liegt das? Ich glaube auch noch nicht, dass man dort etwas sagen kann. Dort sind jetzt, ich habe vorhin das Resultat noch angeschaut, ist sehr noch unsicherer als bei den Ständeratswahlen. Also da sind noch Möglichkeiten, dass sogar die FDP einen Sitz könnte gewinnen, überraschenderweise. Es könnte auch sein, dass die CVP einen verliert. Und dass die SVP zulegt, mit dem hat man eigentlich gerechnet. Bei der SP ist es so, dort hängt es auch davon ab, wie das Resultat der Grünen ist. Das ist ihr Listenverbindungspartner und der glaubt ziemlich stark verloren. Aber man kann dort glaube noch nichts sagen. National wurde ja immer angedeutet, dass es einen Rechtsrutsch im Parlament gibt. Das schaut momentan auch ein wenig so aus. Zumindest im Aargau hat die SVP einen Sitz dazu gewonnen. Ist das jetzt, sagen wir mal, genauso rausgekommen, wie Sie sich das gedacht haben?
Ja, ich habe mir eigentlich keine grosse Prognose gemacht. Oder? Also bei der Wahlprognose ist es immer so wie mit dem Wetterbericht. Oder? Im Nachhinein wissen immer alle, warum es nicht so rausgekommen ist, wie es prognostiziert worden ist. Und das ist auch jetzt hier so bei diesen Wahlen. Allerdings glaube ich auch, dass man das in den letzten kantonalen Wahlen schweizweit gesehen hat, dass die SVP und vor allem auch die FDP stark zulegen. Und mit diesem Resultat rechne ich eigentlich. Allerdings ist das auch nicht so wahlbewegend, wenn man mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Also wir reden hier von Verschiebungen von vielleicht 10 oder 12 Sitzen am Schluss. Und das ist ein bisschen Korrektur zu dem, was vor 4 Jahren passiert ist. Das sind Verluste, die dann passiert sind. Also dramatisch sind die Änderungen auch nicht. In der Schweiz ist es eben wie im Kanton Solothurn, es ist immer so gewesen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen entspannteren Wahltag als vor 4 Jahren. Und ja, gratulieren soll man ja am Vornherein nicht, aber so ein wenig darf man, glaube ich, schon. Schönen Tag noch. Danke vielmals. In unserem kleinen Wahlstudio ist jetzt Franziska Roth zu Gast. Sie ist Parteipräsidentin im Kanton Solothurn von der SP. Guten Tag, Franziska. Hallo. Ja, momentan sieht es für die SP eher nicht so gut aus. Es scheint so, als würde sie einen Sitz verlieren. Denkst du, das bleibt so, das könnte sich nochmal verschieben? Also die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Ich zähle noch ein bisschen auf die Städte. Die grossen Städte, die sind noch nicht ausgezählt und dort sind wir ja tendenziell stärker drinnen. Von dem her, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es ist nicht so gewesen, dass wir jetzt in einen Wahlkampf eingestiegen sind mit dem klaren Dings, auf 100% ist uns das jetzt sicher. Wir haben gewusst, dass wir zu denen gehören, die können verloren gehen. Aber wir haben, glaube ich, einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Bei der SP gibt es ja auch intern noch, sagen wir mal, einen kleinen Wettkampf zwischen den beiden Listen. Momentan liegt deine Liste hinter der anderen. Denkst du, da könnte sich noch was tun? Also das hat sich jetzt im Verlauf, seit etwa um 12:30 hat sich das so manchmal geändert und wieder gewendet. Da kann ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen, wie es da rauskommt. Das ist wirklich immer ein Hin und ein Her zwischen West und Ost. Bei den Ständeratswahlen sieht es momentan so aus, dass Roberto Zanetti wahrscheinlich nicht im ersten Wahlgang gewählt wird. Was könnte das für den zweiten Wahlgang bedeuten, wenn sich alle Bürgerliche auf den SVP-Kandidaten Walter Wobmann, sagen wir mal, einen könnten? Also zuerst muss ich sagen, auch hier zählen wir noch auf die Städte. Also das ist letztes Mal auch so gewesen. Extrem knapp ist das gewesen, aber es hat dann gelangt und wir warten noch und hoffen, dass es langt. Wenn es nicht so lange, dann ist es klar, den dritten Linken gegen einen Rechten an. Und dann müssen wir alles geben im Wahlkampf, und, um den Röbel reinzubringen. Er ist aber im Moment, hat er ein sehr gutes Resultat, ist klar an der zweiten Stelle. Also nicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Moment mit dem Wobmann Walter. National wurde ja ein, sagen wir mal, relativ prägnanter Rechtsrutsch vorausgesagt. Sieht das momentan danach aus oder denkst du, ja, da wurde wieder ein bisschen Stimmung gemacht? Ich habe es vorher nicht gesehen. Ich wollte noch schnell schauen, aber es hat gerade auf einen anderen Bildschirm übergeschwappt. Was ich weiss, ist, im Kanton Aargau hat die SP, glaube ich, einen Sitz verloren. Gesamthaft gesehen ist auch der Rechtsrutsch schon eher im Moment tendenziell da. Also, dass die Hochrechnungen nicht falsch waren. Aber ich habe es wirklich, das ist jetzt wirklich nur so schnell, noch vor etwa einer halben Stunde, als ich draufgelegt habe. Die neuesten habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, der Rechtsrutsch wurde vorausgesagt. Kann man sagen, ja, wenn man sich die Legislatur die nächste jetzt anguckt, dass sich dieser Trend eher noch verstärken wird, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft schaut? Oder denkt ihr, da gibt es irgendwie mal ja, einen Stopp? Ja, das ist die Frage, um welches Thema, dass es halt eben immer wieder geht. Und das hat man in diesem Wahlkampf jetzt, hat man leider vor allem ein Thema hochgespielt. Das ist das ganze Asylwesen und Flüchtlingswesen. Und wenn der Fleisch im Knochen ist, was die Schweiz wirklich betrifft, also ältere Arbeitnehmende, wie kann man die schützen? Bezahlbaren Wohnraum, wirklich auch für Junge, dass die überhaupt in der Stadt oder in der Agglomeration sich eine Wohnung leisten können. Die AHV, die wir haben müssen, dort wird sich das zeigen. Und wenn es wirklich einen Rechtsrutsch gibt, dann sieht es aus, als müssten wir bis 68, 69 arbeiten, weil das wollen die bürgerlichen Rechtsbürgerlichen, wollen länger arbeiten, um so können die Lücken zu schließen. Die Bürgerlichen wollen definitiv auch die Schere, die noch mehr, was es geöffnet hat, jetzt, eigentlich nicht schließen. Die Schere, die reich und arm immer wie mehr aufgeht. Also, das ist schon zu sagen, dass das nicht gut ist für unsere Schweiz. Definitiv. Wie fühlt man sich persönlich an so einem Wahltag als Parteipräsidentin? Ist man da nervös? Oder wie kann man sich das vorstellen? Schlecht geschlafen auf den Tag heute? Schlecht geschlafen habe ich nicht, aber schlecht geschlafen tue ich eh selten. Aber
Ich bin extrem nervös. Ich gehe immer wieder schauen. Jede kleine Prozentrechnung gibt mir schnell ein Lächeln oder auch nein, so eine Stirnfalte. Nein, ich bin extrem nervös. Aber das gehört für mich dazu. Das, ist, das heisst auch, dass ich noch mitlebe, dass ich mitfiebere, dass mir Politik wichtig ist. Dann wünsche ich dir noch einen möglichst stressfreien und ein weniger nervösen Wahltag und danke dir vielmals, dass du kurz bei uns vorbeigeschaut hast. Merci. Bei mir ist jetzt Walter Wobmann zu Gast. Er ist Ständeratskandidat für die SVP. Guten Tag, Herr Wobmann. Guten Tag. Ja, die Nationalratswahlen sehen momentan nicht schlecht aus für die SVP. Scheint so, als würde sie einen Sitz dazugewinnen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also im Kanton Solothurn werden wir den Sitz behalten können, aber wir werden sehr stark am Wählerrat gewinnen. Und das ist natürlich positiv, das zeigt, dass wir die richtige Politik machen, bei den Leuten sind, das aufnehmen, was die Leute beschäftigt und entsprechend in der Politik umsetzen. Sie haben für den Ständerat kandidiert, liegen momentan auf Platz 3 hinter den beiden bisherigen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Resultat? Ich bin sehr zufrieden, wenn ich schaue, dass zwei bisherige vorne dran sind, die immer schwierig waren, aus neu Kandidierenden. Und wenn man sieht, dass ich ganz klare Positionen habe, politisch, und somit nicht aus allen Lagern viele Stimmen kann holen kann. Also es gibt Parteien, die mich sicher nicht so gerne wählen, weil ich vielleicht Position aber nicht passt. Aber ich bin jemand, der nicht, mich nicht biegt und kehrt. Ich bin geradlinig. Und wenn ich das alles anschaue, muss ich sagen, bin ich top zufrieden mit dem Resultat. Eigentlich relativ knapp hinter den bisherigen. Sieht momentan so aus, als würde es einen zweiten Wahlgang geben. Rechnen Sie sich da mehr Chancen aus und ein besseres Resultat als jetzt? Gut, das werden wir analysieren jetzt erst natürlich, wenn alles fertig ist, die Auszählung fertig ist. Und nachher werden wir am Ende Dienstag entscheiden, wie wir weitergehen, welche Strategie wir fahren wollen. Das ist noch nie entschieden. Bei den bisherigen Interviewpartnern hatte man immer das Gefühl, die sind sehr auf Strom, sehr nervös. Wie ist das bei Ihnen? Nein, ich bin sehr ruhig. Ich bin ein Mensch, der sich gewöhnt ist, sich im Wettkampf zu stellen. Ich war früher im Sport, Motorradrennen gefahren und so weiter. Nerven gewusst, wie man die kann im Zügel halten. Und ich habe sehr gerne Wettkampfwettbewerb. Das gefällt mir. Sei das im Sport, sei das da in der Politik. Und darum bin ich da eigentlich sehr gelassen und ruhig. Dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen noch einen schönen Wahltag. Danke, merci, gleichfalls. Bei mir ist jetzt Staatsschreiber Andreas Eng zu Gast. Herr Eng, wie zufrieden sind Sie mit dem Ablauf der nationalen Wahlen? Ich bin sehr zufrieden, es läuft gut. Wir haben ja auch keine Schwierigkeiten in den Gemeinden. Es sieht so aus, als wir relativ früh das Resultat können bekannt geben vom Kanton Solothurn. Unterscheidet man dann zwischen seiner Funktion als, sagen wir mal, Politiker einer Partei und Staatsschreiber, der eigentlich für den Ablauf hier zuständig ist? Ja, sicher. Also gegen aussen offiziell ist man verantwortlich für die Wahl durchzuführen. Ist klar, dass man natürlich als politisch denkender Mensch auch noch ein bisschen mitfiebert mit dem eigenen Favorit. Bei den Ständeratswahlen sieht es momentan so aus, als würde es einen zweiten Wahlgang brauchen. War das abzusehen? Ja, das ist nicht ganz unerwartet. Nachdem vier Kandidaturen vorhanden waren, ist durchaus mit dem gerechnet worden. Bedeutet das noch mehr Arbeit für Sie? Ja, es bedeutet einfach einen Sonntagseinsatz, das ist klar. Unter die Woche durch die ganze Vorbereitung des elektronischen Systems, noch eine Instruktion des Wahlbüro, das ist durchaus mit mehr Arbeit verbunden, das ist klar. Wenn man national die nationalen Wahlen anschaut, kann man davon sprechen, dass dieser Rechtsrutsch, der prognostiziert worden ist, eingetroffen ist. Ist der mehr oder weniger stark, als Sie sich das gedacht haben? Ich bin leider Gottes noch nicht ganz auf dem jüngsten Stand der Resultate, aber ich glaube, es war fast noch ein bisschen stärker, als er prognostiziert war. Ja. Man hat ja schon immer damit gerechnet, dass es in dieser Richtung gehen kann. Aber wenn es jetzt ein bisschen mehr ist, ist das durchaus im Rahmen der Ungenauigkeiten dieser demoskopischen Umfragen im Vorfeld der Wahlen. Wie sieht der Rest von Ihrem Wahltag heute aus? Zuerst einmal super den Tag durchbringen und hoffen, dass nicht noch irgendetwas schräg rauskommt. Und nachher wird ich dann mit der Familie das Nachtessen, weil mein Sohn ja auch Nationalratskandidat war, dem sein Resultat feiern. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin einen reibungslosen Ablauf und danke Ihnen vielmals für das kurze Interview. Merci vielmals. Bei mir ist jetzt Ständerat Roberto Zanetti zu Gast. Guten Tag. Wie zufrieden sind Sie bisher mit den nationalen Wahlen, wenn man ja mal den großen Blick wirft? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen auf die Ständeratswahlen Solothurn fokussiert, habe den Gesamtüberblick nicht, aber es sieht, glaube ich, schon nicht so gut aus. Ja, die SP scheint im Nationalrat einen Sitz zu verlieren. Woran liegt das? Also,
bei unserem sehr komplizierten Wahlsystem ist das sehr schwierig. Und da müssen wir wirklich die einzelnen Ergebnisse sehr genau analysieren und anschauen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie sagen. Und all die Politologen, die es besser wissen, häufig könnte auch das Gegenteil zutreffend sein, was sie sagen. Bei den Ständeratswahlen sieht es momentan nach einem zweiten Wahlgang aus. Sie liegen auf Platz 2 hinter Pirmin Bischoff, aber das absolute Mehr scheint derzeit nicht mehr erreichbar. Macht man sich da mehr Sorgen auf einem zweiten Wahlgang, da die Bürgerlichen sich vielleicht auf einen Kandidaten, nämlich Walter Wobmann, einigen könnten? Ja gut, also bei meiner Ersatzwahl im Jahr 2009, 2010 hat es schon zum zweiten Wahlgang gekommen. Und ich konnte dort auch können siegen, dann schlussendlich. Also ich bin da recht zuversichtlich, dass das im zweiten könnte gut kommen. Es wäre natürlich schon eleganter gewesen und auch bequemer, wenn man es im ersten können regeln. Aber Sie haben damit gerechnet, dass das ein zweiter... Ja, das ist immer 50-50, oder? Also, und die Schwelle 50% plus 1 ist verdammt hoch. Das weiss man schon. Die Prognosen haben ja einen starken Rechtsrutsch vorausgesagt. Woran liegt das, dass die SP da nicht viel mehr intervenieren kann und, sagen wir mal, wie so einen Stopp von diesem Rechtsrutsch erreichen kann? Ja gut, das muss man jetzt im Detail anschauen, wie der Rechtsrutsch tatsächlich stattgefunden hat. Vielleicht ist es auch, weil man das ein oder andere Thema ein bisschen tabuisiert hat, also das Verhältnis von der Schweiz zum Rest der Welt und insbesondere auch zu Europa, wo ich also die herausfordernde Fragestellung für die nächste Legislatur anschaue, ist vielleicht zu wenig gewürdigt worden im Rahmen des Wahlkampfs. Sie haben vor Ihrer Ersatzwahl 2009, 2010 angesprochen. Ist man jetzt routinierter an Wahltagen oder ist die Nervosität immer noch gleich hoch wie vor 5 Jahren? Ja, ist natürlich schon Spannung da, oder? Und eben vor allem schafft man es im ersten Wahlgang, was eine deutliche Erleichterung wäre gewesen. Also diese Spannung ist selbstverständlich da. Aber ja, das ist jetzt nicht der erste Wahltag. Es ist nicht so, dass ich hier in Krise falle. Aber es wäre, muss ich ehrlich sein, es wäre angenehmer gewesen, im ersten können durchzumarschieren. Dann danke ich Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen noch einen entspannten und ruhigen Wahlabend. Wunderbar. Dankeschön, merci. Bei mir sind jetzt Franziska Roth und Philipp Hardorn. Momentan hat sich eine sehr große Veränderung ergeben. Es sieht nicht mehr nach einem Sitzverlust für die SP aus. Und auch zwischen den beiden Kandidaten liegen nur wenige Stimmen. Wie geht man da miteinander um, wenn es so knapp ist? Es fehlt nur noch eine Gemeinde, nämlich Gerlafing, und es liegen nur knapp 100 Stimmen zwischen euch. Ja, es ist ein riesiger Erfolg, dass wirklich aussieht, dass wir 2 Sitze retten können. Und da freuen wir uns und das ist grossartig. Und jetzt haben wir hier kollegiale Situation von 98 Stimmen, was immer im Moment vorne dran ist. Ich bin gespannt, wie es rausgeht. Selbstverständlich möchte ich selber gerne. Aber ich möchte es ihr von Herzen gönnen und darum bin ich gespannt, was rauskommt. Also wir haben das letzte Mal schon so eine Krimi-Situation gehabt für die Sitzverteilung unter uns zwei. Aber ich muss mich und will mich Philipp anschließen. Ich habe Freude, dass wir wirklich 2 Sitze behalten konnten. Und dass es so knapp ist jetzt wieder, das macht mich extrem nervös. Es fehlt doch eine Gemeinde, Gerlafing, wo er eher als SP-Bezirk gilt. Warum ist das jedes Mal bei den Wahlen in Solothurn so knapp und es ändert sich? Es sah jetzt wirklich den ganzen Tag danach aus, als würde die SP einen Sitz verlieren. Es ändert sich auf einmal dann wieder alles. Also so der ganze Tag hat es immer noch ausgesehen. Zwischen hat es auch ausgesehen, dass durchwegs die TVP einen würde verlieren und gewisse Hochrechnungen sind auch diesen Weg. Es hat gewechselt, die Situation immer wieder. Und das ist doch das ganz Normalste bei Wahlen. Es wird sich zeigen, am Schluss wird das Resultat sein. Und bis dann hat die Hochrechnungsbranche wie auch die Medien einen ganz wichtigen Auftrag, immer Step by Step zu informieren, wo man steht. Spannend und das macht es auch ein bisschen kribbelig. Also es ist so gewesen, dass sie ja alle Szenarien heraufbeschworen haben, dass die CVP und die SP einen verliert und die CVP ihren an die FDP abgibt. Also wir haben hier den ganzen Krimi haben wir jetzt durchgespielt. Und mit diesen 2 Sitzen, die auf der roten Seite sind, das ist mega gut, das ist toll. Und jetzt wollen wir schauen, wie der Schluss ist. Aber ich kann wirklich sagen, diesbezüglich habe ich Freude. Nicht so Freude habe ich, dass wir in den 2. Wahlgang müssen mit dem Roberto, weil der hat eine Top-Arbeit gemacht. Und es ist jetzt, glaube ich, ein paar wenige Stimmen, die gefällt haben, für, dass es das absolute Mehr würde erreichen. Und das, ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Dann warten wir noch mal die letzte Gemeinde ab und dann schauen wir mal, wem von beiden ich nachher gratulieren darf. Das ist so. Dankeschön. Besten Dank. Bei mir ist jetzt Nationalrat und Stadtpräsident von Solothurn Kurt Fluri und man darf ihn, glaube ich, schon zur Wiederwahl gratulieren. Sieht so aus. Im Moment sieht es so aus, ja, was ich gehört habe. Das fällt nicht gemein. Aber so wie ich den Beurteilen vom Vorsprung her, sollte ich gewählt sein. Ja.
Es zeigt sich, dass, ja, den ganzen Tag hat sie eigentlich angedeutet, dass die SP einen Sitz verlieren könnte. Nun sieht es so aus, dass die SP ihre zwei Sitze behält und die CVP einen Sitz abgeben muss. War das vorherzusehen? Also ich habe damit gerechnet, eigentlich mehr als bei der SP, weil ich davon ausgehe, dass die beiden Listenverbindungspartner BDP, GLP und auch die EVP nicht viel Stimmen werden machen. Und das reisst natürlich die CVP mit ab. Hingegen bei den Grünen und der SP bin ich der Auffassung, dass sie stabil bleiben. Und scheinbar bewährt sich das jetzt oder bestätigt das jetzt. Ja. Wenn man schweizweit guckt, hat sich ein Rechtsrutsch angedeutet. Der wurde ja heraufbeschworen. Ist der so stark ausgefallen, wie er eben heraufbeschworen wurde? Ja, scheinbar. Hat die SVP massiv zugelegt, wir auch. Andere Sitzzahlen scheint sich das vor allem für die SVP auszuwirken. Gut, das hängt immer ab von den kantonalen Konstellationen. Auf der anderen Seite muss man sagen, einfach Parteizuwächse heisst noch lange nicht, dass sich eine bestimmte Tendenz sich abzeichnet. Es kommt immer auf Persönlichkeiten an, die nachher die Parteien repräsentieren. Bei der SVP muss man allerdings davon ausgehen, dass die meisten Leute doch sehr parteitreu wählen und weniger individuell. Bei der FDP ist es deutlich anders. Sind es dann nur noch 6 Nationalräte aus Solothurn anstatt 7? Wird man dann ja noch mehr ein eingeschworener Haufen oder ist man sowieso schon etwas getrennt durch die Parteigrenzen? Eigentlich weder noch. Wir sind keine eingeschworenen Haufen, aber wir sind auch nicht abgetrennt durch Parteien. Wir haben uns eigentlich immer unterhalten über gesamtkantonale Interessen zusammen mit der Regierung. Dort sind wir eigentlich immer geschlossen gewesen. Und bei den übrigen Fragen haben wir uns völlig individuell verhalten. Vielfach entsprechende Parteien, aber nicht unbedingt. Also, wir haben nie einfach gesagt, dass die 7 Solothurn, die stimmen alle so und das wird auch in Zukunft für 6 nicht so sein. Das ist ja nicht Ihre erste Nationalratswahl. Ist man nach, ja, kriegt man eine Wahlroutine mit der Zeit? Vielleicht im Wahlkampf schon. Aber am Wahlwochenende nie. Man ist jedes Mal stärker unsicher, je näher der Wahltermin kommt. Man hat immer das Gefühl, man hat noch zu wenig gemacht. Und man hat immer das Gefühl, die anderen seien viel besser weggekommen. Und darum bleibt es eigentlich bis etwa am 2 immer leicht unbehaglich. Wie sieht Ihr restlicher Wahlabend jetzt aus? Wird dann noch kräftig gefeiert? Nein, ich bin nicht der Festli-Bruder. Ich genieße das. Ich gehe morgen meine Nationalratsakten vorbereiten für die nächsten Kommissionssitzungen und freue mich natürlich umso mehr auf die nächsten 4 Jahre. Nach dem Anlass hier in Rithalen gehe ich zum parteiinternen Anlass und dort wird man dann bis etwa um 6, 7 Uhr etwas trinken zusammen. Aber ich bin nicht einer, der auf Pauke haut wegen dem. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Wahlabend und vielen Dank für das Interview. Merci vielmals. Bei mir ist jetzt Marianne Meister zu Gast. Sie ist Ständeratskandidatin für die FDP in Solothurn. Sie haben sich jetzt auf Platz 4 eingereiht hinter den beiden bisherigen und Walter Wobmann. Haben Sie das so sehen, kommen sehen? Ja, das erwartet. Man muss sehen, dass ich als Aussenseiter gestartet bin. Gegen 3 national gestandene Politiker, die schon ewig lang im Amt sind, Nationalrat. Ich komme vom Kantonsrat und war wirklich Quereinsteigerin. Und ich habe immerhin 25'000 Stimmen gemacht und eigentlich Freude an denen, an jeder Stimme, die ich bekommen habe und auch für das Vertrauen, das mir so geschenkt worden ist. Es hat bisher nur Pirmin, also was heißt bisher, das ist jetzt definitiv ausgezählt, nur Pirmin Bischoff das absolute Mehr erreicht. Es gibt also einen zweiten Wahlgang. Treten Sie dort nochmal an? Wir haben morgen oben eine Delegiertenversammlung und entscheiden über allfällige zweiten Wahlgang tut die Delegiertenversammlung. Vorgängig hat der Vorstand tut einen Antrag formulieren. Das wird jetzt in der Partei heisse Köpfe geben, viel zu diskutieren geben. Ich kann Ihnen leider noch nicht mehr darüber sagen. Bei den Nationalratswahlen sah es eigentlich den Tag über so aus, als würde die SP diesen einen Sitz verlieren, den Solothurn jetzt nicht mehr hat. Es hat sich wieder alles umgedreht und die CVP hat einen Sitz verloren. War das abzusehen, dass einer aus der bürgerlichen Mitte seinen Nationalratssitz verliert oder einer von beiden besser gesagt? Es war von Anfang an ganz eine ganz enge Ausgangslage. Also man hat ein enges Resultat erwartet und es hätte so oder so passieren können. Es fehlt noch eine Gemeinde, Gerlafing ist noch nicht ausgezählt. Wir haben gewusst, es gibt ein knappes Resultat. Und wie das tatsächlich rauskommt, ist in den Sternen gesehen. Wie sieht Ihr Wahlabend heute noch aus? Ich werde jetzt zurückgehen in das Restaurant, wo meine Partei zusammenkommt. Mal schauen, wie dort die Stimmung ist. Und heute Abend werde ich in Messe daheim ein Bier trinken mit der Ortspartei, so oder so. Das haben Sie sich, glaube ich, auch verdient nach so einem langen Wahlkampf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke vielmals für das Interview. Merci vielmals. Bei mir ist jetzt Urs Schläfli zu Gast. Er ist Nationalratskandidat im Kanton Solothurn. Guten Tag, Herr Schläfli. Sieht es momentan so aus, als würden Sie Ihren Sitz verlieren? Wie traurig sind Sie darüber? Natürlich bin ich jetzt enttäuscht. Oder ich schaue zurück auf 4 interessante, lehrreiche Jahre, die ich in Bern verbringen durfte. Ich durfte dort die Gesetzgebung mitbestimmen, darüber abstimmen. Das war sehr interessant. Ich schaue freudig zurück. Jetzt muss ich aber wieder vorschauen. Die Enttäuschung ist da, das ist ganz klar.
Aber ich glaube, es eröffnet auch wieder neue Chancen im Leben. Ich bin jetzt 52, ich habe noch viel vor. Der Wahltag ist ja jetzt schon ein wenig älter und eigentlich hat sich den ganzen Tag über abgezeichnet, dass es bei der SP knapp werden könnte. Jetzt hat sich noch mal alles gedreht. Woran liegt das, dass ja, die bürgerliche Mitte jetzt einen Sitz verloren hat und die SP ihre beiden Sitze halten konnte? Also ich habe seit einer Stunde das Resultat nicht mehr genau analysieren können, wie es genau aussieht. Es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, oder? Man muss es vielleicht auch ein bisschen verstehen, noch ein bisschen gewisse Emotionen immerhin. Ich glaube, ich muss jetzt mal zwei, drei Mal drüber schlafen. Und nachher kann man das wahrscheinlich ein bisschen mit einem gewissen Abstand ein bisschen genauer analysieren. Und ich glaube, dann werden wir Antworten können liefern, an was es liegt. Ich muss aber sagen, ich bin natürlich über mein persönliches Resultat sicher mal enttäuscht. Und ich bin jetzt auch wirklich enttäuscht, dass die CVP ihren zweiten Sitz offenbar jetzt auch noch verliert. Das ist sehr schade. Wie geht man mit so einem Resultat dann am Tag selber um? Wie sieht Ihr Wahlabend heute noch aus? Also jetzt, nachdem man sich jetzt ein paar Interviews geben durfte, was in den letzten vier Jahren nicht immer der Fall war. Nein, jetzt bin ich noch eine Zeit lang hier, eine Stunde, und dann gehe ich zu der Partei, die im Roten Turm unten ist. Und nachher werden wir dort noch ein bisschen zusammen reden, ein bisschen schauen, was wir weitergehen. Und ganz am Abend, um 7, 8 Uhr, wird ich ins Dorf, ins Heimatdorf gehen, wo ich wohne, auf Deitigen. Und dort werden wir noch etwas essen. Und nachher, nach einem langen, interessanten, trotz allem interessanten Tag, wird ich wahrscheinlich relativ müde ins Bett gehen. Und morgen wird ich frisch aufwachen und dann schauen wir wieder vor. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück in der Zukunft und danke Ihnen vielmals für das Interview. Danke. Die Wahlergebnisse sind nun bekannt. Sie sind wiedergewählt worden, auch wenn sehr knapp, genauso wie vor vier Jahren. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ist die Erleichterung groß? Ich bin dankbar in erster Linie, dass wir zwei Sitze gemacht haben. Das ist wichtig, dass wir zwei SP-Vertretungen in Bern hat. Und zum Zweiten freue ich mich, es ist auch eine Resonanz für meine Politik, die klar gewerkschaftlich, klar christlich, klar sozial. Der Wähler will das weiterhin und die Wählende, das freut mich außerordentlich. Da wird ich weiterfahren und noch ein bisschen zulegen. Man hat lange auf die Gemeinde Gerlafing gewartet. Was ist da schief gelaufen? Wissen Sie das schon? Weil es war hier wirklich alles auf Spannung und es war bis zum Schluss nicht klar, wer von Ihnen, Franziska Roth oder Sie, in den Nationalrat einzieht. Das würde ich übrigens auch sagen. Wir sind zwei Menschen, die etwa gleich viele Stimmen hatten, jetzt wieder dürfen vorne sein. Das freut mich außerordentlich. Was zu Gerlafingen passiert ist, das ist eine Recherchenaufgabe. Für das haben wir die Medien. Das macht niemals der Politiker, der sich da reinmischen. Wir werden uns Mühe geben, das rauszufinden. Wir wünschen Ihnen eine schöne Legislatur. Herzlichen Dank. Bei mir ist jetzt Christian Imak zu Gast. Er ist frisch gewählter Nationalrat. Wie fühlt man sich, wenn man gerade nach Bern gewählt worden ist? Ja, ich kann es glaube noch nicht richtig fassen. Also im Moment mache ich hier ein Interview-Marathon. Aber ich habe eine riesen Freude. Ich habe nicht gedacht, dass es so rauskommt. Ich habe gedacht, dass wir als Partei ein starkes Resultat machen. Mein persönliches Resultat ist auch stark, sehr stark, das freut mich sehr. Und gleich muss ich auch sagen, sind meine Gedanken auch beim Roland Bohrer, der heute leider abgewählt worden ist, nach 24 Jahren in Bern. Er hat sicher nicht alles falsch gemacht, er hat einen guten. Er hat sich immer stark eingesetzt für den Kanton und für das Land. Und ihm gebührt sicher Dank für die 24 Jahre. Sie haben es angesprochen, 24 Jahre. Ist das vielleicht auch ein Mitgrund, warum Sie ihn heute ersetzen? Weil Sie ja wesentlich jünger sind als Herr Bohrer. Das kann sein. Schlussendlich müssen das die Wählerinnen und Wähler fragen, warum es so rausgekommen ist. Für mein persönliches Resultat freut es mich natürlich sehr. Aber ich werde auch nicht vergessen, was andere für die Partei gemacht haben. Auch der Wahlkampfleiter, auch alle Leute, die wirklich hier geschafft haben, als Team funktioniert haben. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg in diesem Wahlkampf gewesen. Gibt es heute noch eine grosse Party? Heute gibt es eine Riesenparty, ja. Definitiv. Wünsche ich Ihnen viel Spaß und eine gute Legislatur in Bern. Merci vielmals. Und mit diesen Bildern von dem frisch wiedergewählten Philipp Hardon möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wir haben einen sehr spannenden Wahltag erlebt, an dem es lange so aussah, als würde die SP einen Sitz verlieren. Schlussendlich hat den aber die CVP verloren. Bis zum Schluss war es auch bei der SP spannend, bei der nicht klar war, wer jetzt von den beiden Listen einzieht und vor allem wer in der einen Liste, die sich durchgesetzt hat, nun schlussendlich in den Nationalrat zieht. Philipp Hardon konnte sich hier sehr knapp, genau wie vor vier Jahren, gegen Franziska Roth durchsetzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke Ihnen vielmals, dass Sie die heutige Wahlsendung mit uns verfolgt haben. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht in vier Jahren wieder. Vielen Dank.